Aber die Blöcke hier nicht? Netherrack können die kaputt machen, aber die wahrscheinlich nicht, diese Netherbricks. So, die Spawner sind aktiv. Oh, super, die spawnen außerhalb. Oh nein. Das kann ja was werden da drin, ey. Baue ich den kurz ab. Ja, die lasse ich erstmal die spawnen, würde ich sagen. Und gehe so lange mal irgendwo anders hin. Auch immer, ich sollte mir noch ein paar Blöcke holen, glaube ich. Was haben wir denn hier? Einen Creeper. Und sonst? Nix. Auch gut. Was haben wir da? Eisen. Eisen. Boah, das ist so eine totale Rohstofffestung hier. Eisen, Gold, Diamanten. Alles Mögliche. Ey, die machen die Kisten kaputt, ey. Nein! Mist, dumme Idee. Oh Gott. Irgendwie brenne ich nie, oder? Hört mal auf, das alles zu zerstören hier. Ich will aber nicht schießen. Nein! Oh, nur den Sandblock, sehr schön. Achso, ja, hier habe ich Blöcke. Hallo. So. Nehmen wir erstmal die, wie mache ich denn das mit den ganzen Items? Ja, das ist meistens eh nur Crap. Hier ein goldener Apfel, da ein goldener Apfel. Vielleicht sollte ich meine Sachen hier erstmal entleeren. Und dann mit einer Axt durchlaufen oder sowas. Oh, das war natürlich schlau. Super. Kurze Unterbrechung, aber es geht direkt weiter. Ich sortiere noch ein bisschen aus. Und zwar, naja, brauche ich ja ziemlich viele von den Sachen erstmal nicht. So. Weg damit. Nehme ich mal hier wieder ein paar raus. War das die Kiste? Keine Ahnung. Ja. Egal, ich behalte dann erstmal die Dinger hier nicht. Oder also gucke erstmal nicht in die weiteren Kisten rein. Weil wie gesagt, da ist eh nur irgendein Zeugs drin, was man vielleicht irgendwann mal braucht. Aber egal. Meistens ist eh nur Crap. So, weg damit, weg damit. Gut, passt schon, das behalte ich. Und dann gehe ich, glaube ich, mal. Ja, ich gucke mir noch mal kurz diese Kisten hier an. Potions, oh. Potions, und was ist da hinten? Auch Potions. Okay. Das sind nur Minecrafts. Warum auch immer die da sind. So, ich gehe jetzt erstmal nach links oder so.
Hier oben. Da lang. Obwohl, dafür brauchte ich ja die Spitzhacke oder nach da unten vielleicht. Aber das ist echt nervig. Kann ich die irgendwie ausschalten? Ich glaube nicht wirklich. Alter. Wow. Was soll das denn für ein Teil, Alter? Erinnere mich voll an diese Ziege. Falls ihr die kennt. Oh, was ist das denn? Hä? Einmal kurz auf Fahr stellen. Ja, keine Ahnung. Boah, ey. Hier darf man sich eindeutig nicht zu lange aufhalten. Und deswegen gehe ich auch, glaube ich, mal erstmal weg hier. Und, naja. Vielleicht könnte ich hier nochmal kurz gucken. Nichts Wichtiges und nichts Wichtiges. Wow. Oh Gott, Mist. Oh, hier muss ich jetzt echt aufpassen. Enderpearl, oh Gott, ich habe keinen Enderpearl. Griffbereit. Okay. Das ist immer schlecht auf dieser Map. Beziehungsweise bei dieser Challenge. So, warum verfolgst du mich, ey? Fuck, fuck, fuck. Das war das, was ich immer vermeiden wollte. Aber zum Glück waren jetzt nicht so viel auf einmal. Weil die Teile sind echt scheiße stark. Vor allem auf hart, aber ich glaube auf normal. Dann ist nicht so krass. Aber naja, so. Ich glaube, durchs Portal zu gehen bringt nichts. Dann die spawnen die Teile nicht. Kann ich das anstupsen? Ja. Ja. Geil. Und deswegen warte ich einfach ein bisschen, so genug wartet und gehe zurück. Und dann hoffen wir mal, dass die Teile despawned sind. Ah. Ja, Mist. Das ist natürlich echt dumm. So, seid ihr aggressiv auf mich? Nein. Nicht? Doch. Naja, dann muss ich irgendwie jetzt alle töten. Okay. Der ist einfach durch mein Portal gegangen. Würde mich wahrscheinlich hier jetzt angreifen. Ja. Oh Gott, sind das viele. Na klar, und jetzt leckt's auch noch. Kann ich die so töten? Nee, oh, töte ich mich selber. Ja, ich hab. Ah, Pfeile eigentlich genug. Ja, komm, dann kill ich die alle ebenso. Und naja, ist jetzt wahrscheinlich wieder nicht allzu spannend, deswegen unterbreche ich kurz. So. Ich habe 28 Level und das bedeutet, dass ich was enchanten werde, und zwar eine Spitzhacke, weil ich ja, oh, nur noch Level 30, weil ich ja Silk Touch brauche. Wow. So. Nö. Was, wie komme ich denn jetzt auf 28? Wenn ich da eine Fackel setze, ist doch nur das Regal da weg, oder? Aber trotzdem ist hier Level 30. Wenn ich hier eine Fackel hinsetze, müsste nur das obere weg sein. Aber nein, Level 24. 26. Ja, mach ich einfach so. Ich hätte jetzt endlich mal im Internet nachgeguckt, wie die größten Chancen auf Silk Touch sind. Aber wie gesagt, ich habe kein Internet momentan.
Und deswegen... Ups. Muss ich es einfach mal so ausprobieren. Ja. Das war ziemlich klar. Ich meine aber auch, dass man mit hohen Leveln eine bessere Chance hat auf Silk Touch. So, dann... Ja, nehme ich mir noch einen Helm mit. Und zwar... Ja, den hier. Der bringt mir... Ja, doch. Geht halt ziemlich schnell kaputt. Eigentlich war diese gute Goldrüstung immer so für die Notfälle. Ich hätte jetzt fast Notfallfälle gesagt. Aber egal. Ich habe ja auch jetzt immer wieder viele Level und so. Und kann mir deswegen auch eine gute Eisenrüstung und so leisten. Und ja, auch bald die Rüstung. Weil da die Rüstung in der Kiste ist. Dies, das. So, ihr seid nicht mehr aggressiv, habe ich gehört. Die da vielleicht schon. Ja, oh Mann. Muss ich jetzt alle killen oder wie? Wisst ihr was? Dings. Mache ich eigentlich ungern, aber ganz ehrlich, das ist einfach unnötig nervig, würde ich sagen. Weil die Zombie-Pigmen nur die ganze Zeit hier rumchillen und da müsste ich jetzt wirklich alle töten. Und damit meine ich wirklich alle, also auch alle, die da so rumstehen. Das ist mir einfach zu nervig. Und in den Flug. Ja, und du drehst einfach um. Komm schon. Oh, hallo, voll durchgezogen war der. Der ist hier ziemlich weit weg. Dann gehe ich mal wieder hier rein. Und... Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich das hier angehen soll. Oh, ich kann Treppen nicht hochsprinten. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal nach oben zu den Diamanten. Weil da habe ich ja immerhin schon einen Weg drüber gebaut. Ist nur die Frage, wie ich das jetzt mache. Ich sollte eigentlich... reinlaufen. Und Fackeln setzen. Hör jetzt auf, du. Und zwar bevor die ganzen Dinger da spawnen. Ja. Das Gute ist, wenn da was explodiert, dann fällt man nicht direkt runter. Und das Schlechte ist, wenn da was explodiert, dann sind die Diamanten weg. So, ihr dürft mir jetzt bitte nicht im Weg stehen, das wäre ganz gut. Tun sie aber. Boah, alle besiedelt, die ganzen Dinger. Weil ich muss da schnell reinrushen und dann, ja, wenn die halt genau am Block stehen, was sie jetzt gerade nicht tun, dann sollte es funktionieren. Oh Gott. Sauber. Sehr gut. Das würde ich mal als erfolgreich einstufen. Weil nichts hochgegangen ist. Und weil da jetzt nicht mehr allzu viel spawnen wird. Ja. Allerdings sollte ich erst wieder ein bisschen abhauen. Am besten diesmal ohne einen Zombie-Pigment anzugreifen. Da habe ich Feather Falling. Oh, lol. Richtig krasse Schuhe habe ich. Kabum. Das hier macht eigentlich gar keinen Sinn. Das ist nur schwerer für mich. Weil da halt keine Mobs mehr spawnen. Gut, dann haue ich ein bisschen ab. Muss diesmal eigentlich nicht allzu weit sein. Und da komme ich wieder. Bis gleich. So, hier ist gerade mal ein Geist, wie ich gerade gesehen habe. Weil da war ich ja noch gar nicht, da ist das Eisen. Und jetzt gehe ich wieder nach ganz oben. Und
Sprint direkt wieder rein. Ja. So, hier darf nichts mehr spawnen. Habe ich keine Fackeln mehr? Oh nein. Ja, die brauchen eh eine extra Wurst. Die Blazes. Oh, Levels farmen. Soundlag. Oh, ich bin. Ups, ich bin mal gespannt, was in den Kisten drin ist. Oh, weg mit dir. Weg mit dir. Gut, ich glaube, so mache ich das mit allen Räumen. Das sind auch wieder alles so Crap-Kisten, oder wie? Oh, eine Uhr. Geil. Ja, also, Crap ist es halt nie. Aber, naja, wofür diese ganzen Sachen? Macht einfach keinen Sinn. So, hier in der Mitte. Ja, immer die Eisensachen und so, die sind natürlich ganz gut. Und die Pfeile und sowas. Oh, Power 3 Flame 1 habe ich. Habe ich schon. Nur der ist halt neu. Na gut, jetzt die Frage, was mache ich weiter? Was ist denn da? Das habe ich ja von da hinten schon gesehen. Ja, ich mache mal kurz ein Loch und hoffe, dass hier niemand reinschießt. So. Enchanted Diamond Armor. Hey. Oh Gott. Ist da oben eine... Da ist eine Wolle. Sieht man hinter dem Ding ins da. Okay, das ist natürlich krass. Aber ich glaube, da werde ich als nächstes hingehen. Jetzt baue ich vielleicht das... Oh, genau. Ich habe Fortune. Nice. Jetzt baue ich erstmal die Diamanten ab. Und bringe die vielleicht erstmal sicher zurück. Sehr schön. Oh Gott, hätte ich jetzt nicht direkt ein paar auf einmal bekommen, hätte ich gar nicht dran gedacht, dass ich noch eine Fortune-Spitzhacke nehmen sollte. Aber zum Glück war das ja eine. Wusste ich übrigens von Anfang an, falls jemand fragt. So. Sehr schön. Oh, schon ein Stack fast. Nice, nice, nice. So, den Block hätte ich dann schon mal locker und... Ja, Rüstung auch fast dann. Also, müsste ich mir daraus machen. Sharpness 5. Ja, ich denke mal, ein Schwert daraus zu machen ist nicht wirklich notwendig.